Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute habe ich wieder vier Symbole rausgesucht und du hast es wahrscheinlich schon gesehen. Du kannst ja mit einem in Resonanz gehen oder reinspüren, welches Symbol dich hier am meisten anspricht. Und dann schauen wir, was die Auswahl über dich sagt, was du gerade wissen musst, welche Botschaft gerade zu dir finden möchte und wir lassen uns überraschen. Deshalb nimm dir gerne noch einen Moment Zeit und ich starte mit dem ersten Symbol. Hallo Gruppe Nummer 1, fangen wir mit dir an und wir schauen erstmal, was sagen die Karten über dich aus? Was darfst du gerade wissen? Wo stehst du gerade? Da haben wir einmal das Haus. Den Park, die Pilze, die Sonne und nochmal das Haus. Und dann ziehe ich noch 9 weitere Karten. Also es zeigt schon mal, dass du sehr familiär bist. Das kommt schon mal sehr stark raus. Du bist auch sehr, sehr offen, sehr tolerant. Was dir dadurch passiert, ist, dass du wahrscheinlich oft das Gute in den Menschen siehst und manchmal übersiehst, dass die, ja, da haben wir auch schon die Sense, dass die Absichten bestimmter Menschen nicht so gut sind wie deine. Aber du bleibst optimistisch, bleibst dir selbst treu. Aber vielleicht ist es hier nochmal wichtig. Deswegen haben wir die, ja, die Grenze in der Mitte, die Sense in der Mitte, die dafür steht, klare Grenzen zu setzen und darauf zu achten. Und hier haben wir nochmal die Pilze. Eindeutige Botschaft. Ja, da ein bisschen achtsamer zu sein, weil du bist jemand, du möchtest es für alle schön haben, du möchtest, dass alle miteinander auskommen, du bist vielleicht auch in unterschiedlichen Gruppen aktiv und möchtest mal gerne unterschiedliche Gruppen zusammenführen, weil du möchtest, dass alle befreundet sind, dass alle irgendwie eine gute Zeit zusammen haben. Aber es funktioniert meistens wahrscheinlich nicht, weil Gruppen gruppieren sich ja aus einem guten Grund und nicht alles harmoniert zusammen, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich glaube, du darfst ein bisschen achtsamer sein mit den Energien anderer Menschen und auch erkennen, dass nicht jeder den vollen Zugang zu dir und deiner, ja, Gutherzigkeit verdient hat. Ja, hier in der Vergangenheit sehen wir auch, wir haben den Traumfänger, die Vögel und die Blumen. Und das ist auch irgendwie so eine Energie, auch wenn irgendwas im Außen stressig ist, dass du es gar nicht wahrhaben möchtest. Du möchtest unbedingt an das Gute im Menschen glauben, was ja auch eine sehr positive Eigenschaft ist. Aber Fakt ist, dass nicht jeder immer die besten Absichten hat. Und anstatt das zu ignorieren, ist es, glaube ich, gut, öfters mal hinzusehen und zu erkennen, wann ist es an der Zeit, hier wirklich eine Grenze zu setzen, hier einen anderen Weg einzuschlagen. Und wenn wir hier die Routen, die Ketten und den Pilz haben, dann ist das eine eindeutige Botschaft, dass es hier wirklich an der Zeit ist, bestimmte Personen ja, Zugang zu deiner Energie zu verwehren. Das ist hier so die Hauptbotschaft. Diese Kombination ist sehr positiv, das hängt auch mit den Finanzen zusammen. Das heißt, es gibt hier eine Möglichkeit, dass deine Finanzen auch wieder viel mehr in den Fluss kommen, dass du in irgendeinem Bereich erfolgreicher wirst, aber eben das hängt auch damit zusammen, dass du achtsam auf deine Energie achtest. Wenn du mit deiner Energie viel zu, wie sagt man, zu großzügig allen was von dir abgibst, bleibst du am Ende, ja, gehst du am Ende leer aus. Das ist ja irgendwie so die Energie. Und deswegen ist es ja wirklich wichtig, hinzugucken, nicht mehr die Augen zu verschließen und zu spüren, was stresst dich und was. Ja, ich glaube auch, du bekommst ganz viele Zeichen, aber du willst die gar nicht wahrhaben, weil du unbedingt daran festhalten möchtest, dass bestimmte Menschen hier gut sind, dass bestimmte Menschen solche Absichten ja gar nicht haben können. Und wenn ich jetzt zweimal das Haus habe, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch aus deiner Familie herkommt und mit dem Park, aber auch dein näheres Umfeld. Also ich glaube, generell solltest du ein bisschen achtsamer sein,
wem du deine Energie schenkst, mit wem du viel Zeit verbringst, wer Zugang zu dir hat und da wirklich darauf zu achten, dass es geben. Ja, das nochmal die Zerrissenheit. Ich glaube, es fällt dir auch schwer, Nein zu sagen. Es fällt dir schwer. Ich glaube, du bist jemand, du erkennst die Bedürfnisse anderer Menschen schnell und hilfst auch gerne, was ja auch eine positive Eigenschaft ist, aber nicht jeder hat das verdient. Und vor allem nicht, wenn diese Person, ich nehme ja sehr toxische Einflüsse wahr, Narzissmus, Manipulation, Hinterhalt und eben, wenn die Ketten hier stehen und die Sense, ist das eine ganz, ganz klare Botschaft, dass es an der Zeit ist, hier sich loszulösen und Grenzen zu setzen. Ja, kenne deine Wahrheit und das ist das Thema, was ich hier wahrnehme. Du bekommst die Zeichen, du hast irgendwie das Gefühl, dass irgendwo was nicht stimmt, aber du möchtest es einfach nicht wahrhaben. Okay, hier haben wir nochmal Wohlstand in Sicht, das habe ich ja hier schon wahrgenommen. Und das ist in letzter Zeit irgendwie oft das Thema, dass eben dein Selbstwert oder der Selbstwert generell ja immer eng verbunden ist mit unseren Finanzen. Und auch dieses Thema eben, ich gebe alles aus und du bekommst aber irgendwie nichts zurück. Und das ist auf energetischer Ebene so, aber gleichzeitig auch auf der finanziellen Ebene. Ich verstehe mich und andere. Ja, ich glaube, das tust du ganz gut. Aber ich nehme trotzdem wahr, du nimmst die Bedürfnisse anderer Menschen stärker wahr als deine anderen und in dem Moment verlierst du dich selbst ein bisschen. Hier haben wir Einkehr, Rückzug und Neugeburt. Ziehe dich von der äußeren Welt zurück. Lasse dich von Merlin an einen geschützten Ort von Mutter Erde führen, um dich zu regenerieren, aufzuladen, neu auszurichten oder um weitere Schritte in deinem Leben zu initiieren. Und genau das ist das ja hier. Genau da stehst du. Das ist die Vergangenheit, das ist aktuell. Und in dem Moment, wo du wirklich Grenzen setzt, Menschen, die zu viel Energie rauben, da deine Energie wieder zurückholst, hier steht ja Regeneration, dich mal um dich kümmerst, jetzt mal ein bisschen in den Rückzug gehst, dann wird dir vieles auch noch mal viel klarer und du löst dich aus dieser Illusion, die du hier in bestimmten Bereichen hast. Ja, dieser Moment, jetzt ist der Moment der einzige, der real ist. Und die Sense ist auch jetzt sofort plötzlich und ist für mich jetzt so eine Bestätigung, dass es jetzt an der Zeit ist, hier wirklich Grenzen zu setzen. Ja, geh ein Risiko ein, das ist auch diese Bewegung. Löst dich und ist für mich aber auch mal so ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen. Und eben auch, der Greifvogel hat einen guten Überblick über die ganze Situation und die hast du hier nicht oder hattest du nicht. Und das sollte sich jetzt hier ändern. Ein aufgeräumtes Haus, Klarheit und Organisation. Und hier, wir haben ja schon zweimal das Haus, hier sind auch Häuser, Klarheit und Organisation. Hier kommt wieder das Thema, irgendwo siehst du etwas nicht richtig. Und ja, wenn wir jetzt zum dritten Mal das Haus hier haben, ist es für mich ganz, ganz offensichtlich ein Thema, was mit deiner Familie zusammenhängt. Und vielleicht aber auch Ahnenthemen, dass man da aufräumt, dass man da guckt, was läuft schon seit Jahren, seit Generationen schief und wo kannst du jetzt hier einen Cut machen und dich davon befreien und dich aus diesen ganzen toxischen Verhaltensmustern oder was auch immer loslösen, um eben hier jetzt einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Gesang der Wale, die Resonanz. Und das ist für mich auch diese Energie. Achte auf deine Energie, auf deine Frequenz. Lass dich auch nicht auf die Energien anderer runterziehen. Und dann ziehst du automatisch auch die richtigen Menschen an. Aber wenn du immer wieder den falschen Menschen so viel Energie gibst, so viel Aufmerksamkeit, dann bleibst du selbst in dieser toxischen Energie stecken und hast gar nicht die Möglichkeit, dich daraus zu befreien und in eine andere Frequenz zu gehen, wo plötzlich andere Dinge möglich werden. Weil das ist hier so ein ja, so eine ganz alte, verkrustete Energie, wo sich niemals was ändern wird. Der unmarkierte Pfad, Offenbarung. Und hier haben wir schon wieder das Thema Klarheit. Erkenne die Wahrheit, nimm
Nimm eine andere Perspektive ein, guck genau hin, verdränge nichts mehr, verschließe nicht die Augen vor Sachen, die ganz offensichtlich sind. Und hier geht es auch wieder darum, einen neuen Weg einzuschlagen. Also wir drehen uns hier im Kreis. Okay, jetzt schon wieder die Dringlichkeit, jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Und genau das liegt ja hier schon, die Ernte. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und etwas zu verändern. Und wenn wir jetzt hier dreimal diese Jetzt-Energie haben, ja, es ist, glaube ich, mehr als offensichtlich, dass es wirklich jetzt an der Zeit ist, ins Handeln zu kommen, die Dinge zu ändern. Das, was du schon lange aufschiebst, wirklich anzupacken und einfach nicht mehr wegzusehen. Weil das ist, glaube ich, so das, was dich in so einem alten Zyklus gefangen hält und auch in dieser alten Energie. Aber das möchte jetzt hier aufgeräumt werden, damit Klarheit in die Situation kommt und damit diese Befreiung hier auch irgendwie stattfinden kann. Gut, dann werde ich nochmal abschließend eine Karte hier rausziehen und dann denke ich, ist hier alles gesagt. Da haben wir die 82, ich habe das Gefühl, die zeigt sich öfters hier. Engel des Freudentanzes, lasse alles in deinem Leben zu deiner Freude sein. Sieh das Leben als einen Tanz, in dem du immer in Bewegung bleibst, stets tänzerisch und leicht neue Formen und Schritte des Tanzes erspürst und dich von Rhythmenwechsel zu Rhythmenwechsel führen lässt. Vertraue dabei deiner Ruhe, deiner Kraft und deinen Bauchgefühlen. Tu das, was zu tun ist, ruhig und konsequent mit elastischer Beharrlichkeit. Schaffe in allen in deinem Leben Verbindlichkeit und Wirklichkeitsnähe. Kreiere in dem, was du angehst, klare und gesunde Strukturen, ja, Klarheit und Organisation, die dir Halt geben und verwirkliche dann deine Ideen. Ja, genau das, was wir jetzt hier haben, jetzt alles in die Hand nehmen, was man umsetzen kann. Ja, verwirkliche dann deine Ideen, Absichten und Wünsche, gehe in allem immer realistisch, besonnen und konsequent vor. Schaffe die Ordnung, einen sicheren Rahmen und achte darauf, das nicht zu verlieren, um was es dir geht. Schaffe ebenso Platz für neue Freude an deinem Leben und alles, was du gerne genießen möchtest. Achte auch in Freundschaften und in der Liebe auf ein beidseitiges, verantwortliches Miteinander und Verbindlichkeiten. Ja. Wie immer alles nochmal auf den Punkt gebracht. Ordnung, Struktur, Klarheit, jetzt die Dinge umsetzen, genau hingucken, nichts mehr verdrängen. Das sind hier gerade ganz klar deine Themen. Ich hoffe, du konntest damit anfangen, dass du dich hier wiedergefunden hast und ich freue mich wie immer über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben. Sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo Gruppe Nummer 2, machen wir mit dir weiter und schauen, was sagen die Karten über dich aus. Wo stehst du gerade? Was ist gerade wichtig für dich? Okay, ich nehme da schon mal eine sehr unabhängige Energie wahr. Interessant. Okay. Also in dieser Kombination nehme ich ganz stark wahr, dass du weißt, was du willst, du stehst für dich ein, du bist sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig kann das auch deine Schwäche sein, weil du vielleicht manchmal auf andere Menschen zu unnahbar wirkst, vielleicht auch ein bisschen so eine Kälte ausstrahlst und Menschen so ein bisschen eingeschüchtert sind von dir, weil du eben diese krasse Präsenz hast. Du betrittst wahrscheinlich einen Raum und alle hören auf zu reden und müssen erstmal dich wahrnehmen, deine Energie wahrnehmen, weil du irgendwie was anderes ausstrahlst. Und das kann Menschen einschüchtern. Und du bist dann vielleicht hier und denkst dir, was stimmt mit mir nicht? Ich glaube, du machst es auch so ein bisschen aus Selbstschutz. Du möchtest dein Herz schützen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit irgendwelche Erfahrungen gemacht, die dich verletzt haben. Und dadurch hast du so eine Herzmauer aufgebaut. Und unbewusst strahlst du, glaube ich, etwas aus. Das sagt
komm mir nicht zu nah und das merken Menschen und deswegen bist du vielleicht in der Situation, dass du oft das Gefühl hast, dass es schwierig ist, mit Menschen zu connecten, weil du einfach so eine krasse Ausstrahlung hast, mit der nicht viele Menschen umgehen können. Okay, wir haben nochmal den Pilz, das Herz, den Schlüssel, den Berg, das Schiff, nochmal die Ketten, die Fische und den Mann. Okay, also für mich ist ganz klar, wahrscheinlich wurde dir mal ganz übel das Herz gebrochen. Und deswegen hast du ja definitiv eine Herzmauer aufgebaut. Und das Buch bestätigt auch nochmal, dass du nicht jeden an dich heranlässt, dass du vieles für dich behältst, dass du ganz achtsam bist, mit wem du was teilst, dass du, ja, es ist eine sehr, sehr krasse Schutzenergie, ne? Und du hattest wahrscheinlich auch viele toxische Menschen in deinem Leben, das ist dir auch bewusst geworden, da hast du auch aussortiert, aber vielleicht bist du jetzt in so einer Energie, wo du nicht mehr weißt, okay, sind das toxische Menschen oder habe ich da Angst und ja, dass das vielleicht so ein bisschen in so einem Übermaß an Selbstschutz ausartet. Aber ich glaube, du bist gerade dabei, eben diese Energien wieder in den Einklang zu bringen, weil dir bewusst geworden ist, was du vom Leben möchtest und du lässt auch diese Illusion hinter dir. Du hast ein klares Bild von deiner Zukunft. Du weißt, was du dafür tun darfst und du weißt, was dich davon abhält. Und deswegen hast du auch diese starke, selbstbewusste, zielgerichtete Energie. Und das ist ja eine schöne Kombination. Dadurch, dass du das jetzt hier hinter dir lässt und dich vielleicht auch wieder ein bisschen öffnest, ist das ja schon so eine Kombination, dass es immer die Zukunft, die hier unten liegt, dass du hier irgendwie eine Nachricht von jemandem bekommst oder irgendjemand in dein Leben kommt. Irgendwie gibt es hier Kommunikation mit einer männlichen Person oder Switche, je nachdem, wer du bist, auf welches Geschlecht du stehst, was auch immer. Ich gehe immer von weiblich und männlich aus, weil das einfach hier der Hauptanteil ist. Und das mit den Fischen sagt mir auch eben, das ist so eine ausgeglichene männlich-weibliche Energie, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, was eine stabile Energie ist, wo keine Manipulation herrscht, wo du auch die Möglichkeit hast, dich zu öffnen, wo du dich nicht verschließen musst, wo man über alles reden kann, wo man keine Angst haben muss, dass irgendwie, dass du deine Wand hochziehen musst oder dass dein Gegenüber irgendwie dir plötzlich die Tür vor der Nase zuschlägt, sowas nämlich hier irgendwie war. Und was sagen die Orakelkarten? Sei dir im Klaren über deinen Körper. Und im Zusammenhang mit den, ich habe das Gefühl, weil der Pilz hier in der Mitte steht, das ist immer das, wo du gerade stehst, das Thema, was gerade präsent ist und du löst dich ja davon. Und ich habe das Gefühl, dass dir bewusst ist, dass diese Situation aus der Vergangenheit dich auch irgendwie so beeinflusst haben, dass du irgendwo vielleicht ungesunde Lebensweisen hattest, vielleicht hast du dich ungesund ernährt oder hattest irgendwie eine Sucht oder hast zu viel geraucht, getrunken, was auch immer. Und davon löst du dich aber auch. Und das ist, glaube ich, gerade auch so eine sehr präsente Energie, worauf du dich konzentrieren darfst, dass dein Körper wieder in den Einklang kommt, dass du ja Körper, Geist und Seele wieder einfach im Einklang sind. Tritt aus deiner Wohlfühlzone und das ist für mich eben dieses Thema, das Herz ist zu verschlossen. Du hast, ja, es geht jetzt darum, das Ganze wieder so ein bisschen aufzubröckeln, sich wieder zu öffnen, wieder dem Leben eine Chance zu geben, anderen Menschen eine Chance zu geben. Und ich glaube, du hast aus deiner Erfahrung gelernt und toxische Menschen erkennst du, glaube ich, mittlerweile, sodass du dir selbst vertrauen kannst und da dem Leben einfach wieder eine Chance geben kannst. Ja, ich bin zuversichtlich und präsent.
Wenn du diese Energie noch nicht richtig spürst, kannst du mit den Bachblüten arbeiten. Das ist hier die Nummer 25, die rote Kastanie. Und die unterstützt dich seelisch, wieder zuversichtlich zu werden und präsent zu sein. Und das hilft dir auch, dich hier wieder zu öffnen. Dann haben wir hier die Libelle, den Weltenwechsel. Der kleine Feendrache zeigt sich dir, um dich in dein Herz zu führen. Liebe ist der Weg, Liebe ist die Wahrheit, auf welchem Pfad du auch immer wanderst, höre auf dein Herz, folge deinem Gefühl. Also ich habe das Gefühl, du hast es mittlerweile gelernt. Es geht jetzt nur darum, sich auch wieder ein bisschen zu öffnen. Das stand ja hier auch. Nähre die Kraft der Geduld in dir. Geduld ist eine mächtige Zauberin. Mit Geduld kannst du Sprachen und Musikinstrumente erlernen und fast alles, was du dir vornimmst, erreichen. Geduld entsteht, wenn du deine Erwartungen und jede Eile loslässt. Du hast genug Zeit. Geduld vermag mehr als Begabung. Okay. In dem Zusammenhang nehme ich das auch so ein bisschen wahr. Gib anderen Menschen ein bisschen Zeit, gib dir selbst Zeit. Vielleicht ist der erste Eindruck, den du von Menschen hast, auch vielleicht nicht immer der richtige. Und ja, es kamen gerade so ein paar Bilder. Vielleicht probierst du neue Sachen aus, neue Hobbys, bist in neuen, was weiß ich, neuen Kreisen unterwegs und hüte dich ein bisschen davor, direkt irgendwie Menschen abzustempeln, direkt eine Meinung über Menschen zu haben. Jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag und vielleicht triffst du gerade eine Person, die gerade einen richtig schlechten Tag hat und normalerweise ist die Person ganz anders. Von daher lass dir so ein bisschen Zeit, Menschen kennenzulernen und ja, dir auch Zeit lassen, erstmal auch inwieweit du dich mitteilst, aber auch andere Menschen Zeit zu lassen, sich irgendwie zu öffnen, dass du da auch nicht irgendwie zu ungeduldig wirst. Dann haben wir noch das Thema Vergebung und das ist vielleicht noch wichtig, um diese Vergangenheit hier loszulassen, um dein Herz auch wieder ein bisschen zu öffnen, wenn du da diese Last ablegst. Und Vergebung heißt ja nicht, dass du zu der Person hingehen musst. Es ist einfach so eine Akzeptanz, dass das, was auch immer hier passiert ist, passiert ist. Dass du da irgendwie dein Learning draus mitnimmst und dann irgendwie aber auch das Kapitel schließt und sagst, okay, das war jetzt eine Erfahrung, aber diese Erfahrung hat jetzt nicht mein Leben lang irgendwie Einfluss auf all die Menschen, die ich kennenlerne, weil das wäre erstmal den Menschen, die du kennenlernst, nicht fair gegenüber, weil die nichts für deine Vergangenheit können. Und du verschließt dir einfach selbst die Türen, wenn du da in dieser Energie bleibst. Wehklagender Baum, die Versöhnung, also nochmal das gleiche Thema. Also irgendein Thema aus der Vergangenheit sollte hier definitiv abgeschlossen werden. Dann haben wir noch das Driftboot, das Leben nehmen, wie es kommt. Eben, das passt auch für mich dazu, weil das, was passiert ist, ist aus einem bestimmten Grund passiert, weil du irgendeine wichtige Lernerfahrung hier machen durftest. Und genau diese Erfahrung hat dich jetzt zu der Person gemacht, die du bist. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, da so ein bisschen den Fokus drauf zu setzen und nicht diese Opferrolle, also egal was hier passiert ist, wenn ich Opferrolle sage, will ich die Situation nicht kleinreden, aber einfach, dass du deine Macht auch wieder zurücknimmst. Weil das, was passiert ist, ist eh passiert, du kannst es nicht mehr ändern, aber wir können irgendwie die Perspektive vielleicht verändern, gucken, was wir daraus gelernt haben, damit es in Zukunft nicht mehr passiert und ja, die Personen auch irgendwie entlasten und befreien, ohne dass du Kontakt zu denen haben musst. Dann haben wir noch das juwelenbesetzte Netz, die Verbundenheit. Ja, und ich glaube, das ist so etwas, was du dir, glaube ich, wünschst. Aber das geht natürlich auch nur, wenn du dein Herz wieder öffnest und neuen Menschen auch eine neue Chance gibst. Kümmere dich um die kleinen Dinge, die Maus. Ich beziehe das auch so ein bisschen auf die Geduld. Vielleicht hast du irgendwie ein Ziel oder irgendeinen Wunsch, der groß ist. Und du hast keine Geduld, darauf zu warten, aber ich glaube, es gibt täglich so kleine Dinge, die du tun kannst, um diesem Ziel näher zu kommen. Und darauf solltest du dich konzentrieren, als ja, das ist auch hier irgendwie diese Bergenergie. Du stehst hier vor dem riesigen Berg und bist dann überfordert.
Aber wenn du Step by Step die Schritte gehst, die jetzt wichtig sind, hast du nicht mehr so eine Last und dann geht wieder alles. Ja, dann nimmst du das Leben, wie es kommt. Du nimmst das, was gerade oder tust das, was gerade möglich ist. Setzt dich selbst nicht unter Druck und dann kommt dein Leben auch wieder ins Fließen. Okay, ich ziehe hier auch noch mal abschließend eine Karte hier raus. Die 35. Engel der Freundlichkeit. Alle Herzen wollen heilen. Ja, das ist halt das. Weil dein Herz einmal gebrochen wurde, strahlst du halt auch irgendwie diese Härte aus. Und deswegen ist es dir vielleicht gar nicht so bewusst, dass du manchmal ein bisschen hart oder unfreundlich auf andere Menschen wirkst. Und deswegen fällt es dir vielleicht auch schwer, mit Menschen zu connecten. Bringe Menschen stets liebevolle Freundlichkeit entgegen, egal ob du mit Menschen Schwierigkeiten hast oder nicht. Freundlichkeit ist eine Zärtlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Indem du heilsam für andere bist, heilst du auch dich selbst. Lasse deinen Wunsch zu helfen jedoch nicht deinen Stolz nähren, jemand Wichtiges zu sein. Gib Liebe in dein Handeln, lasse Liebe in deinen Augen zu sehen sein und in deiner Stimme mitschwingen. Sei einfach eine Anwesenheit von Liebe. Achte darauf, nicht liebevolles, aggressives und negatives nicht in dich aufzunehmen und dann depressiv zu werden, bis sogar dein Körper beginnt zu leiden. Ja, sei dir im Klaren über deinen Körper. Öffne dich dafür, bedingungslose Liebe auch von anderen zu erhalten, dann kann Zerbrochenes in dir wieder heil werden. Diese Karten fassen immer wunderbar die ganze Legung zusammen. Ja, ich glaube, hier brauche ich nicht mehr zu sagen. Schau es dir sonst nochmal an. Ich glaube, hier kamen viele wichtige Infos durch. Ich hoffe, du kannst das damit anfangen und freue mich über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 3. Mach mal mit dir weiter und schau, was sagen die Karten über dich aus? Wo stehst du gerade? Was ist gerade wichtig für dich? Und was darfst du heute hören? Also hier nehme ich schon mal eine sehr starke, resiliente Energie wahr. Ich habe das Gefühl, dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Du hast eine sehr starke Energie, du weißt, was du willst, und bist auch flexibel. Aber irgendwie in manchen Situationen auch nicht. Also hier ist eine wirklich sehr, konträre Energie. Ich nehme auch so eine typische Waage-Energie wahr. Die Wege stehen auch für die Waage. Also entweder bist du in deiner absoluten Flow-Energie, da weißt du, was du willst, du bist aktiv, du nimmst das Leben, wie es kommt. Aber in manchen Situationen, ich glaube, wenn du in einer schlechten Energie bist, wenn du nicht in deiner besten Verfassung bist, dann gerätst du in deine Kopfenergie. Und ich glaube, die Kopfenergie, die blockiert dich. Dann denkst du zu viel über Dinge nach. Und wenn das der Fall ist, dann kommst du in so eine Spirale, wo es dir plötzlich nicht mehr leicht fällt, Entscheidungen zu treffen, wo du dann plötzlich ausgebremst bist, obwohl du das normalerweise überhaupt nicht bist. Interessant. Also komplett, je nachdem, nach Verfassung, lebst du zwei komplett unterschiedliche Energien. Da haben wir den Sarg, den Berg und eben der Sarg steht auch für die Stagnation. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass das so eine Energie ist, die du gar nicht magst. Der Hund, die Wege, nochmal die Störche, nochmal die Wege. Ich glaube, wenn du zu viel nachdenkst, Situationen zu lange analysierst, dann öffnest du quasi so einen Weg, wo deine Mangelgedanken zu viel Raum einnehmen und das ist der Moment, wo dich alles lahmlegt. Wo du dann so verkopft bist,
dass du so ein negatives Gedankenkarussell hast und dann fällt es dir schwer, wieder den nächsten Schritt zu gehen. Aber wenn du das merkst, da haben wir hier den Hund, geht es darum, dich mit jemandem nicht auseinanderzusetzen, aber jemanden um Hilfe zu bitten. Eine Person, der du vertraust, die loyal ist, die dich gut kennt oder aber vielleicht auch eine ganz unbeteiligte Person, Coach oder irgendjemand, der dich da unterstützt. Weil aktuell habe ich das Gefühl, fühlst du dich vielleicht ein bisschen stagnierend, aber daneben haben wir direkt die Sense. Ich habe das Gefühl, das ändert sich jetzt schnell, weil du erkennst, dass du eben nicht mehr in dieser Energie sein möchtest und irgendwie, das ist glaube ich auch so vom Schicksal irgendwie so geleitet, irgendwas passiert, irgendein Geistesblitz bekommst du und der bringt dich jetzt wieder in die richtige Richtung. Aber ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, was hier. Noch eine Zusatzkarte. Vielleicht hängt das auch sehr stark mit Vertrauen zusammen. Wenn ich jetzt zweimal das Buch habe, auf der Seite ist es für mich immer so etwas, was irgendein Geheimnis, irgendjemand hat dir vielleicht etwas verheimlicht. Und ich glaube, du hast Angst davor, wenn du nicht alles weißt, dann hast du Angst davon, Fehler zu machen, weil dir das irgendwie in der Vergangenheit mal passiert ist und diesen Fehler möchtest du natürlich nicht nochmal machen. Aber ich glaube, es geht darum, dass du lernst, dir selbst zu vertrauen und raus aus deinem Kopf zu kommen. Weil da entsteht irgendwie immer eine komische Spirale, Angstspirale. Und wenn ich hier diese Kombination habe, ist es für mich auch so, löst dich ein bisschen davon, immer über alles genau Bescheid wissen zu müssen, irgendwie für alles eine klare Bestätigung haben zu müssen und vertraue dir selbst mehr. Was du ja eigentlich auch gut kannst, aber aufgrund von irgendeiner Situation oder irgendeiner Erfahrung aus der Vergangenheit, die hat dich jetzt wahrscheinlich so stark geprägt, dass du da ein bisschen übervorsichtig bist. Ja, übernimm Verantwortung für dein Tun und das bestätigt das Ganze auch so ein bisschen. Wir alle machen mal falsche Entscheidungen, treffen falsche Entscheidungen, gehen mal, machen Umwege oder was auch immer. Aber sich von einer schlechten Entscheidung irgendwie die ganze Zeit leben zu lassen und Angst zu haben, neue Entscheidungen zu treffen, bringt uns halt auch nirgendwo hin. Glaub an das Unmögliche. Das zeigt mir auch, dass du vielleicht irgendwo die Hoffnung verloren hast. Vielleicht hast du auch viel gemacht und irgendwie bist du nie dahin gekommen, wo du hinkommen wolltest. Und jetzt stehst du irgendwie und ich nehme so die Energie wahr, ja, es ändert ja eh nichts. Ich kann ja direkt hier stehen bleiben, weil ob ich jetzt links, rechts oder geradeaus gehe, ich komme eh nicht dahin, wo ich hin will. Vielleicht hast du da irgendwie so eine Einstellung mittlerweile. Und das ist vielleicht auch das Ding. Deswegen, du warst immer sehr aktiv, du hast vieles getan, aber bist nicht dahin gekommen, wo du hin wolltest. Und jetzt überlegst du die ganze Zeit, was du alles falsch gemacht hast und warum du nicht schon längst da bist, wo du bist. Aber das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, weil ich glaube, alles, was wir machen und die Umwege, die wir gehen, die sind immer auch irgendwie nützlich und daraus lernen wir etwas. Dadurch haben wir bestimmte Menschen kennengelernt oder was auch immer. Und die Botschaft für mich ist hier ganz klar. Lass dich nicht hängen, gib nicht zu früh auf, weil das ist ja auch eine so ganz unterschiedliche Energien. Flexibel sein, komplette Stagnation, da wieder plötzlich loslegen. Und ich glaube, es geht darum, diese Energie so ein bisschen auszugleichen, anstatt in einer Phase irgendwie viel zu machen, viel zu übereilig zu sein und dann vielleicht auch bestimmte Details zu übersehen, so einen Mittelweg zu finden. Mit Aktion reinfühlen, was ist jetzt richtig, dann wieder auch ein bisschen loslassen und gucken, was zeigt sich als nächstes. Ich habe das Gefühl, in dieser Energie möchtest du immer gerne so ein paar Steps wie sagt man, ja, so ein Shortcut, so Abkürzungen finden. Aber oft ist es so, dass diese Abkürzungen dich am Ende wieder an den Startpunkt setzen. Und das ist genau diese Energie, die ich hier wahrnehme. Also deine Aufgabe ist es, glaube ich, lieber beständig
den langen Weg zu gehen, als die ganze Zeit irgendwelche Abkürzungen zu suchen, wo du denkst, dass du dann schneller am Ziel bist, aber in Wirklichkeit bringen diese Abkürzungen dich nur auf Umwege und am Ende wieder fängst du von null an. Das ist ja, glaube ich, deine Lernaufgabe. Ich gehe unbefangen vorwärts. Ja. Lass dich nicht von dem Alten immer zurückziehen. Und genau das ist ja auch die Energie. Du löst dich von, du nimmst die Erfahrung mit, aber lässt dich auch nicht zurückhalten. Und erkennst, was du für neue Möglichkeiten hast, wenn der eine Weg nicht funktioniert hat. Und nochmal. Richtungswechsel, verschlungene Pfade. Im Labyrinth des Lebens müssen wir immer einmal wieder die Richtung ändern. Wie auch immer dein Lebensweg gerade aussieht, du bist verbunden mit dem Zentrum des Lichts. Ja. Also ich denke, die Botschaft ist hier sehr, sehr deutlich. Deswegen lass dich nicht entmutigen, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht da, wo du bist. Ich meine, das Leben, es gibt kein Ziel. Wenn wir sterben, dann ist unsere Reise hier zu Ende. Aber in der Zwischenzeit machen wir Erfahrungen und die sollen gelebt werden. Und verpasst das Leben nicht, indem du stehen bleibst, weil du Angst vor dem nächsten Schritt hast oder weil du Angst hast, einen Fehler zu machen oder weil du Angst hast, dein Ziel nicht zu erreichen. Diese Stagnation ist das Schlimmste, in der wir stecken können. Also, und ich glaube, das habe ich in den letzten Readings immer mal wieder gesagt. Es ist besser, Fehler zu machen, als gar nichts zu machen. Menschen, die sagen, die haben noch nie einen Fehler gemacht, die machen wahrscheinlich generell nicht viel. Also deswegen gehör du zu denen, die Dinge ausprobieren, die Fehler machen, die aus den Fehlern lernen, sich aber auch nicht entmutigen lassen und einfach weitergehen, weil das ist das Leben. Und schon wieder, hüte dich vor Hektik. Alles, was du tust, sollte es wert sein, in Ruhe und mit ganzem Herzen getan zu werden. Hektik ist der Wunsch, alles auf einmal und möglichst schnell zu tun. Hektik verhindert die Freude am Tun und oft auch den Erfolg. Gehe immer nur einen Schritt nach dem anderen und bleibe achtsam. Genau das, was ich hier wahrgenommen habe. Du, ja, in dieser Energie bist du alles auf einmal. Ganz viel abarbeiten, ganz schnell vorankommen. Aber mit dieser Energie kommst du nicht dahin, wo du eigentlich hin möchtest. Und es fällt dir, glaube ich, schwer. Ich nehme hier mal diese Extreme wahr. Entweder machst du ganz viel oder du machst gar nichts. Und vielleicht ist es da wichtig, eine neue Routine irgendwie in den Alltag einzubringen, wo du erkennst, okay, das und das erledige ich jetzt und dann gönne ich mir aber auch eine Ruhepause, lass das irgendwie sacken, reflektiere das Ganze nochmal, als immer in diesen Extremen irgendwie zu arbeiten. Hüte dich vor Hektik und relax. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann haben wir noch das Glücksrad, eine sehr schöne Karte. Glück und richtiges Timing. Also die Karten sind ja echt sehr, sehr stimmig. Also wenn das Timing nicht richtig ist, da kannst du dich im Hamsterrad zu Tode rennen. Du wirst dann nicht das erreichen, was du erreichen möchtest. Aber wenn du mit dem Flow lebst, erkennst, was ist heute wichtig, welche Schritte bringen mich heute weiter. Und auch anzuerkennen, okay, heute kann ich nicht viele Schritte gehen, ich muss dem Ganzen Raum und Zeit geben, dann kommst du dahin. Vielleicht wird doch, ja, wahrscheinlich ist deine Lebensaufgabe auch ganz stark die Geduld und Vertrauen. Ja, das fernere Tor Vermächtnis. Und das ist für mich auch mal die Energie. Das Licht am Ende des Tunnels. Und das haben wir hier mit der. Mit dem Sarg und den Wegen auch. Du kommst da an, wo du hin möchtest. Aber der Weg dauert halt ein bisschen, wie bei allen. Und nur weil du vielleicht denkst, dass andere schon weiter sind, die Menschen haben andere Themen oder irgendetwas, von denen du vielleicht gar nichts weißt. Deswegen geh deinen Weg. Step by step. Versuch keinen wichtigen Schritt irgendwie zu überspringen. Und dann kommst du auf jeden Fall an dein Ziel. Hier immer noch die Karte Herzensheim und Mitgefühl. Ja, das ist für mich hier irgendwie so eine Energie. Und hier sehe ich auch schon wieder die Zeit. Und ich glaube, es bezieht sich jetzt auf diejenigen, die vielleicht irgendwie so eine tickende Uhr haben oder so. Und denken, die kommen zu spät oder die haben sich vielleicht gewünscht,
eine Familie zu gründen, zu heiraten, Kinder zu kriegen, was weiß ich nicht alles, diese klassischen Themen. Und ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere da ein Thema mit hat und da sagt die Zeit auch oder die Karte hier, das richtige Timing, hüte dich vor Hektik, du kommst dahin, wo du hinkommen möchtest, aber vielleicht ist dein Weg einfach anders als der von anderen. Und generell hab ein bisschen mehr Mitgefühl mit dir selbst und setz dich nicht so krass unter Druck, weil dadurch nimmst du dir die Lebensfreude und das hatten wir ja hier auch schon. Vergiss neben den ganzen Zielen, die du hast, nicht auch das Leben zu leben und mal die Beine hochzulegen, in den Urlaub zu fliegen oder was weiß ich. Ich habe das Gefühl, du bist eine sehr, sehr starke Macherperson. Aber dadurch stehst du dir auch selbst oft im Weg. Setze gesunde Grenzen. Ja, da nehme ich ganz stark die Grenzen dir selbst gegenüber. Wo ist dein Limit? Wann ist deine Grenze? Wo überarbeitest du dich immer? Oder wo gehst du selbst über deine Grenzen, weil du Angst hast, sonst was zu verpassen? Weil du Angst hast, dass du sonst zu spät kommst? Weil du Angst hast, dass sonst deine Ziele nicht mehr erreicht werden? Und das ist fehlendes Vertrauen. Das ist wieder das Handeln aus dem Mangel heraus. Spannendes Thema. Ich glaube, hier ist alles gesagt, aber abschließend ziehe ich noch eine Karte hier raus und dann lassen wir das mal so stehen. Die kommt rausgeflogen, die 106. Erzengel Raziel. Kennt das Geheimnis deines Lebens. Erkenne deine innere Sonne, deine wahre Natur. Genau um dich selbst dreht sich dein Leben und die ganze Welt. Alles wird durch deine innere Sonne, deine Mitte, das Licht deines Wesens in deinem Leben genährt oder verbrannt. Dein Können, dein Wille und dein wachsames Bewusstwerden bestimmen deinen Weg und dein Glücklichsein. Jedes Mangeldenken bewirkt einen Notstand, der sich dann im Außen spiegelt. Deine Zweifel, deine Verwirrung, dein Minderwertigkeitsgefühl bestimmen dann dein Traurigsein. Aller Anfang liegt also in dir. Sei positiv. Alles ist im Überfluss vorhanden. Übernimm auf diese Weise deine Rolle als Teil der Lösung. Deine Fülle im Inneren manifestiert Fülle im Außen. Schaffe neue, kreative, konstruktive, aufbauende Verbindungen. Sei wärmend, inspirierend. Erfolg hat immer nur das Liebevolle, Erweiternde. Auch Fehler sind dabei keine Sackgasse, sondern Teile des notwendigen Weges. Erzengel Raziel hütet das Geheimnis des Lebens. Er kennt das Buch deines Lebens und erinnert dich an den göttlichen Plan mitten auf deinem Weg. Er kennt jedes Kraut, das heilt und mit Sicherheit den Schritt, der jetzt genau der richtige ist. Wow. Ich liebe diese Karten. Also, ich glaube, hier ist alles gesagt. Du kannst jeden Tag nur einen Schritt nach dem anderen setzen. Und das ist ja auch irgendwie so ein schönes Bild. Versuche nicht irgendwelche wichtigen Steps zu überspringen, weil die bringen dich immer nur wieder an den Anfang. Und deswegen haben wir ja auch hier die Sonne. Sei positiv, lass dich nicht von negativen Gedanken wieder in die Sackgasse bringen oder in die Stagnation. Ich glaube, die Stagnation kommt immer, wenn du zu sehr in deinen negativen Gedanken abrutschst. Und das verhindert deinen Fortschritt. Und dann redest du dir ein, du musst irgendwie schneller werden, du musst besser werden, du musst das machen. Und das sind alles Mangelgedanken, die dich durchs Leben hetzen lassen, die verhindern, dass du das Leben genießen kannst. Und genau das möchte irgendwie hier in den Einklang kommen. Und eben, ich gehe unbefangen vorwärts, die Nummer 33 von den Bachblüten. Vielleicht möchtest du dir die zulegen. Und ja, dann lasse ich das jetzt mal so stehen. Ich hoffe, du konntest damit anfangen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Gruppe Nummer 4. Kommen wir zum Schluss zu dir und schauen, was sagen die Karten über dich aus? Wo stehst du gerade? Was ist jetzt wichtig für dich? Einmal die Schlange, die steht für eine sehr spirituelle Person, die gut angebunden ist. Vielleicht hast du auch sehr starke
Heilerfähigkeiten. Da haben wir noch die Vögel und den Fuchs, den Reiter und nochmal die Schlange. Also deine Stärke ist auf jeden Fall, dass du erkennst, welche Menschen Gutes im Schilde führen, welche nicht. Du hast so einen, ja, siebten Sinn für Energien anderer Menschen und du lässt dich da auch nicht von blenden. Und hier unten mit dem Reiter und der Schlange, was dann eher so deine Schwäche ist, da nehme ich wahr, vielleicht ist manchmal dein Fokus zu stark auf all das, was du noch heilen möchtest, wo es noch Themen gibt. Vielleicht ist ja so eine kleine Besessenheit, nehme ich da ein bisschen wahr. Da haben wir den Reiter nochmal, die Lilien, die Wolken, die rosa, nicht die rosa-rote Brille, die Meerjungfrau, den Ring, den Sarg, den Berg, die Sonne und den Mond. Und am unteren Deck haben wir die rosa-rote Brille. Okay. Ja, was ein bisschen komisch ist, ist, weil du ja eigentlich so stark mit dir in Verbindung bist, mit deiner Intuition, mit, ja, du kannst Energien gut wahrnehmen. Aber trotzdem haben wir dann hier diese Unklarheit und diese Unsicherheit. Und ich versuche gerade zu verstehen, was dich da verunsichert. Mit den Lilien und den Wolken nehme ich ganz stark wahr, dass du wahrscheinlich auch ein Thema mit Autoritätspersönlichkeiten hast. Ich glaube, du lässt dich von Menschen verunsichern, die ein sehr dominantes Auftreten haben, die so eine krasse Kälte oder ja, vielleicht auch so eine Aggression oder irgendwie so eine Härte ausstrahlen. Das sind so Menschen, wo du dich ganz schnell zurückziehst, wie so ein Krebs, was ja nichts Schlechtes ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, nochmal herauszufinden, warum diese Menschen so eine Macht haben, dich so zu verunsichern. Vielleicht hängt da noch so ein, ja, inneres Kind-Thema mit zusammen. Vielleicht hattest du einen sehr strengen Vater, eine sehr dominante Elternfigur, die heute noch irgendwie, ja, wo irgendwas in dir abgespeichert ist, dass du dann plötzlich sehr verunsichert bist. Wenn wir hier den Ring und den Sarg und den Reiter haben, nehme ich aber auch ganz klar das Ende von diesem Zyklus wahr. Vielleicht ist das nochmal so ein Hinweis, dass du da nochmal hinguckst, aber ich habe das Gefühl, du bist da ja sehr stark dran. Wenn wir hier zweimal die Schlange haben, die Schlange ist halt so eine Heilerpersönlichkeit und die ist sehr bewusst. Und vielleicht ist das auch, ja, hier nehme ich auch so die Eile wahr, wie in dem Stapel zuvor. Du möchtest das jetzt alles ganz schnell heilen. Du möchtest endlich diesen Zyklus zu Ende bringen. Aber auch hier ist das Thema, du kannst keinen Schritt übergehen, weil sonst verpasst du was Wichtiges. Und vielleicht hast du keine Geduld mehr. Vielleicht hast du dieses Thema einfach schon so über und möchtest einfach jetzt endlich an einen anderen Punkt kommen. Und ich sehe ja das Ende hier auch schon. Aber irgendwie gibt es vielleicht noch einen Punkt. Ja, und hier nehme ich auch das Thema irgendwie wahr, nicht richtig hingucken wollen, weil das vielleicht irgendwie so dich auch überfordert, da nochmal reinzugehen, dich nochmal damit zu beschäftigen. Und ja, aber ich glaube, wie gesagt, das ist hier irgendwie das fehlende Puzzleteil, nochmal das letzte Puzzleteil, um dich dann wirklich daraus zu befreien. Und dann ist dieser, ja, das ist auch eine schöne Spiegelung hier, dann ist diese Hürde endlich überwunden und dann kommt hier wieder Klarheit und die Kraft. Und es ist auch so ein schönes Bild, die Sonne und der Mond einfach im Einklang mit deinen Emotionen, mit dem, was du wahrnimmst, aber auch in deiner eigenen Kraft bist. Und dann passiert das hier oben halt auch nicht mehr. Dann lässt du dich auch nicht so schnell von den Energien anderer beeinflussen oder auch einschüchtern, sondern bist selber voll und ganz wieder in deiner Energie. Aber irgendein Thema, was du vielleicht so ein bisschen umgehen möchtest, weil es einfach nochmal
Energie kostet, weil es irgendwie nochmal bedeutet, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, die du vielleicht nicht mehr hören kannst oder wo du einfach keine Geduld mehr hast oder einfach, ja, eigentlich denkst, dass du da schon drüber hinweg bist oder dass du schon genug daran gearbeitet hast. Ich glaube, hier ist noch so ein kleines Thema, was fehlt, damit du wirklich frei bist. Weil ansonsten würdest du dich nicht so stark von diesen Energien einschüchtern lassen. Weil die spiegeln dir ja nur, dass da noch irgendein Teil in dir ist, der darauf reagiert, der da noch nicht so richtig in seiner Kraft ist. Ansonsten würdest du die Menschen einfach ignorieren und würdest nicht so darauf reagieren. Der Tod ist eine Illusion und das ist für mich diese Angstenergie und eben das ist hier eine Illusion. Kein Mensch hat eigentlich die Macht, dass du dich so fühlst, außer es ist noch irgendetwas, irgendeine Wunde offen, die damit in Resonanz geht. Ja, das Ziel ist fast erreicht und das nehme ich die ganze Zeit wahr. Das ist wie der Reiter, der jetzt hier in die Ziellinie läuft, damit dieser Zyklus hier abgeschlossen ist. Ich lasse andere gelten. Okay. Und das war, glaube ich, so das Kindheitsthema. Vielleicht wurdest du nicht ernst genommen. Man hat dir keinen Raum gegeben. Du hast immer anderen den Raum gegeben. Ich lasse andere gelten. Aber ich glaube, jetzt ist es wichtig, das Ganze auch umzudrehen, dass du dir selbst diesen Raum nimmst und dass du nicht irgendwie andere Menschen aufgrund von irgendeiner Energie oder Auftreten auf so ein hohes Podest stellst und dich dann unten einordnest, weil du das irgendwie so aus deiner Kindheit kennst. Und da könnte ich die Bachblüten Nummer 32 vielleicht auch unterstützen. Dann haben wir hier Viviane, Selbstermächtigung und Feenmagie. Die Feen zeigen sich dir, es ist Zeit, alte Kräfte zu erlösen, dunkle Magie in reines Liebeslicht zu verwandeln und in das Urvertrauen zurückzukehren. Bist du bereit? Erlösung geschieht durch Liebe im Hier und Jetzt. Wow. Und genau das ist ja auch die Energie. Jetzt kannst du hier befreit werden, wenn du nochmal in dieses Thema gehst und dir das nochmal anguckst. Hüte dich vor Aggression, Gewalt in Taten, Worten oder Gedanken führt nie zu Liebe, Einsicht oder Verbundenheit, sondern immer zu Widerstand und Gegengewalt. Aggression ist der letzte Ausweg derjenigen, die keine Worte finden. Kultiviere Mitgefühl, wann immer du fühlst, dass Aggression in dir aufsteigt. Okay, und das bestätigt diese Energie. Und wahrscheinlich hattest du in deiner Kindheit mit einer sehr aggressiven Person zu tun. Und das ist eine Energie, die dich sehr stark triggert, weil eben diese alte Wunde hier aufgerissen wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass du eine Person bist, die in diese Energie einsteigt. Falls doch, achte darauf, was du für Worte wählst, achte darauf, in welcher Energie du bist. Ja, Gewalt ist der letzte Ausweg derjenigen, die keine Worte finden. Das ist ja auch eine Schwäche, eine absolute Mangelenergie, weil diese Person wahrscheinlich auch irgendwie aufgewachsen ist und es gar nicht gelernt hat, sich richtig mitzuteilen, sich selbst ernst zu nehmen. Und ja, ist eine absolute ungesunde Triggerenergie. Und für dich ist es, glaube ich, wichtig, das zu erkennen, da auszusteigen und dich aber auch nicht von diesen Energien einschüchtern zu lassen, sondern auch zu erkennen, warum diese Person so ist und eigentlich braucht diese Person sehr viel Heilung. Genau. Ja, Reinigung. Befreie dich von diesen Altlasten. Die Gönnerin ist großzügig, also Gunst und Großzügigkeit. Und das ist auch so eine starke Füllekarte. Und das Gegenteil von Mangel einfach. Die Traumdiebin, Weigerung, dem Ruf zu folgen. Ja, das steht dir hier irgendwie so ein bisschen im Weg, dir selbst die Fülle zuzuschreiben. Wow, da kommt die Fülle. Ich glaube, das ist gerade das, der Wendepunkt in deinem Leben. Raus aus den Mangelgedanken, raus aus diesen alten Mustern, damit du die Fülle leben kannst. Und genau dieser Punkt ist aber noch das, was dir dem hier im Weg steht. Das Gefühl, dass andere dir überlegen sind, dass du
in der Verbindung mit bestimmten Menschen deine Kraft verlierst, dich irgendwie unterordnest, weil du innerlich diese Angst vor dieser Person hast, die du aus deiner Kindheit kennst. Und genau diese Energie steht aktuell noch deiner Fülle im Weg. Es ist immer genug vorhanden. Nochmal eine Fülle-Karte. Mir sind gerade die Dreier hier aufgefallen. Hier kommt schon wieder eine Drei. Also vielleicht ist das noch irgendwann eine Info für dich. Und es ist ja auch Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und dann bist du auf deiner, ja, in deiner Energie, wo du dir auch das kreieren kannst, was du möchtest. Aber wie gesagt, das ist hier gerade noch so eine Frequenz, die dazwischen funkt, die verhindert, dass du voll und ganz in deiner Kraft bist, dass du die Möglichkeit hast, die Fülle in dein Leben zu ziehen, dir die Wünsche zu erfüllen, die du hast. Und du siehst, glaube ich, deine eigene Situation auch immer ein bisschen falsch, weil du dich dann automatisch in diese kleinere Rolle setzt. Okay, dann wollen wir hier auch noch mal abschließend eine Karte hier rausziehen und dann denke ich, ist hier auch alles gesagt. Haben wir die 46. Engel des Weges deiner Liebe, wertschätze die Lernerfahrungen. Niemand kann eine, ja, das sind ja auch diese Umwege, die du gemacht hast, um bestimmte Lernerfahrungen zu machen, um bestimmte Themen in die Heilung zu bringen. Niemand kann eine innere Lücke stopfen, wenn dir etwas fehlt und du dich einsam fühlst. Hänge dich nicht zu fest an einzelne Menschen oder bestimmte Orte. Nach Enttäuschungen in der Liebe folgt immer eine Zeit, um die Lernerfahrung dessen, was nicht hat sein können und warum, zu erkennen und sie auszuwerten. Vertiefe also das Verständnis für dich selbst, werte aus, was hast du gelernt? Was ist dir geschenkt worden? Was hat dir gefehlt? Was hättest du gebraucht? Deine Antworten sind wertvolle Geschenke, um deinen Weg nun ein wenig besser oder ein wenig bewusster weiterzugehen. Löse dich aus kindlichen Vorstellungen und Abhängigkeiten zu Menschen, die du liebst. Du bist jetzt erwachsen und selbstverantwortlich. Entdecke deine innere Stärke und Verbundenheit, deine besondere Art der Liebe und lerne den Menschen kennen, der deine Wünsche und Träume auf deinem Weg mit dir teilt. Wow, und hier haben wir schon wieder die Träume und Wünsche. Und irgendjemand funkt dir aber dazwischen und das kann eine Person sein. Ja, und ich nehme hier die ganze Zeit diese dominante Person wahr und eben anstatt aus dieser kindlichen Naivität, die Person meint es gut oder irgendwie, vielleicht hängt es auch wirklich mit deinem Vater zusammen oder einer Elternfigur und da kannst du, glaube ich, nochmal reinfühlen, was da noch geheilt werden darf, damit du nicht mehr diese Umwege gehen musst, damit du dieses Kapitel abschließen kannst, was ja gerade hier das Thema ist. Damit du hier in die Fülle kommst, damit du dir deine Wünsche erfüllen kannst, weil du kannst so viel manifestieren, wie du möchtest. Wenn das Thema hier nicht aufgelöst ist, dann wird das immer dazwischen funken. Spannendes Thema. Ich hoffe, du konntest damit anfangen und freue mich wie immer über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben. Damit unterstützt du meine Arbeit hier und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.